Hallo Folks und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch die Unmengen an Büchern zeigen, die in den letzten Wochen, Tagen bei mir eingezogen sind. Ich hatte richtig das Problem anscheinend im Juli, also Ende Juli, jetzt Anfang August und brauchte ganz, ganz viel Instant Gratification in meinem System, ganz viel Dopamin und then this happened. Es sind Berge an Büchern bei mir eingezogen. ich habe eins davon nicht selbst gekauft zu meiner Verteidigung, aber alle anderen schon. Und es ist ein Problem und ich habe viel zu viele Bücher. Aber das macht ja auch Spaß. Und genau, ich dachte mir, ich unpacke die jetzt einmal mit euch zusammen. Ich habe die schon einmal alle aufgemacht und geguckt, ob irgendwie alles da ist jetzt mittlerweile, was ich bestellt habe. Und ja, zum Glück. Und aber ich habe mir sie mir noch nicht genau angeguckt und so. Und deswegen würde ich sagen, hole ich jetzt mal Paket nach Paket in dieses Video. Und dann gucken wir zusammen, was ich alles so bestellt habe. Paket Nummer 1 hat direkt schon mal mehrere Bücher inne. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an. Also, das erste Buch, was bei mir eingezogen ist, ist Rebecca von Daphne de Maurier. Ich hatte sogar Französisch in der Schule. Daphne du Maurier. Maurier. I think so, right? I don't actually know. In dieser wunderschönen Ausgabe. Ich weiß noch ganz genau, als ich das erste oder zweite Mal in London war oder so. Und bei Waterstones diese Ausgabe gesehen habe. Ich war so verliebt. Genau, es ist zählt schon als Klassiker, keine Ahnung. Ich darf auch nicht so viel über jedes Buch erzählen, dann wird dieses Buch ewig lang. Aber ein Buch, was auch zu einem Musical wurde und wie ihr wisst, liebe ich Musicals über alles und Rebecca ist auch richtig, 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 richtig cool und die deutsche Besetzung war so oft so cool und ich bin so neidisch, dass ich es nicht gesehen habe, aber okay. Und es wird jetzt auch verfilmt und in der Rolle des Ich, glaube ich, spielt Lily James und oh mein Gott, ich bin so hart verliebt in Lily James. So, I had to buy it. Außerdem lese ich das Buch auch in einer kleinen Leserunde zusammen. Genauso wie das nächste Buch. Und zwar ist das The Nowhere Girls von Amy Reid. Ich liebe dieses Cover unheimlich doll. Das Hardcover war leider irgendwie ein bisschen teurer als, also logischerweise, aber relativ viel teurer als das Paperback. Aber das Paperback hat ein komplett anderes Cover und dieses Cover ist so schön. Ich hoffe sehr, dass ich dieses Buch lieben werde, weil ich viel Geld da rein investiert habe. Es ist halt auch nicht so krass teuer, aber schon für ein englisches Buch relativ teuer. Und ich kann nicht, auch hier nicht so richtig sagen, worum es geht. Unser Buchclub trägt den scherzhaften Titel #ToxicBookClub, weil von 3 von 4 Büchern, also wie gesagt, Rebecca lesen wir da auch, das ist Alter, da auch nicht die gesündeste Beziehung, aber da geht es nicht um Abuse, aber allen anderen 3 Büchern, die wir bis jetzt gelesen haben, also My Dark Vanessa und Miracle Creek, und jetzt auch The Nowhere Girls, dann als 4. Geht es um Abuse. ja, das war eigentlich nicht der Vibe, vermutlich, den wir anfänglich gesucht haben, aber das sind halt oft Themen, worüber man gut diskutieren kann. Und hier geht es um 3 Girls, Grace Salter, Rosina Suarez, was ein spanischer Name ist, deswegen werde ich den vermutlich falsch ausgesprochen haben, und Erin DeLillo. Ich glaube, die Nowhere Girls stehen für eine Organisation oder eine Gruppierung in der Highschool, die in diesem Buch in einer Aktion ins Leben gerufen wird, glaube ich, die Sexual Abuse, also sexuellen Missbrauch oder Übergriffigkeit oder Vergewaltigung, alles in dieser Richtung, erfahren haben. Und ich glaube, es geht viel um den Diskurs, um diese Themen im Teenage-Alter und so und Grenzen und so. Und das klingt richtig, richtig interessant und vor allem richtig, richtig wichtig. Und darauf habe ich Bock. Genau. Dann ist in diesem Karton noch Catherine House von Elizabeth Thomas. Das ist ein Dark Academia Buch und hat einen Rough Cut. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber genau, so Deckled Edges. Und irgendwie ist das, ich würde es in einer Akademie oder in einer Schule oder so, also muss es ja, wenn es Dark Academia ist, und irgendwie dürfen die Leute, die dort wohnen, nicht über ihre Vergangenheit reden. Und wirklich mehr weiß ich nicht. Ich
Das war so der Punkt, warum ich es gekauft habe. Auf jeden Fall, weil außerdem wird es auch in dem Buchclub von Buxenlala, also Kayla, Buxenlala, besprochen. Und es soll super weird sein. Und es klang einfach richtig, richtig nice. Gott, Hauptsache, das sind insgesamt 5 Bücher in diesem Karton allein schon. Und dann habe ich noch Black Girl Unlimited von Eco Brown gekauft. Und ich liebe allein hier diese winzig kleine Tagline hier unten. The Remarkable Story of a Teenage Witch. A Wizard. Nicht Witch. Naja, es hat auch schon gleich hinaus. Und es ist hinten auch so schön. Und es ist Part Memoir und Part Fiction. Und hier steht drauf, es ist a transcendent coming of age story and an unforgettable debut. Und ich finde irgendwie, das ist richtig spannend, dass es teilweise autobiografisch ist und teilweise ein Fiction-Buch über Hexen. Und es klang halt einfach richtig right up my alley. Und das letzte Buch aus diesem Karton, was bei mir eingezogen ist, ist ein Buch, was mir von Amazon vorgeschlagen wurde. Und dann dachte ich, okay, wenn ich jetzt eh schon 100.000 Bücher kaufe, dann kann ich das jetzt auch noch kaufen. Und zwar ist es Notes to Self von Emily Pine. Es ist, glaube ich, auch autobiografisch. Und was mich angesprochen hat, ist, dass es um ihre Erfahrung mit einem Vater geht, der viel Alkoholabusus betreibt, also irgendwie Substanzkonsumstörung aufweist, und um ihre Probleme mit Unfruchtbarkeit. Und so viel mehr weiß ich gar nicht, aber es klang für mich wieder wie so ein typisches Buch, was so die Struggles in den jungen Erwachsenenjahren beschreibt, so vielleicht 20, 30er, so in der Richtung. Und darauf habe ich Bock. So, und das war jetzt der erste Karton, der sehr, sehr viel durchbrach. Sowohl, hier soll ich euch getreten. Nimmt mir nicht übel. Sowohl beim Kaufen als auch jetzt noch. Und ich hoffe auch beim Lesen. Weiter geht es mit diesem Paket, was auch mehrere Bücher beinhaltet. Und zwar ist es, das hier war übrigens eine die Bestellung, nach der ich gesagt habe, ich bestelle nichts mehr. Dann kam die ich euch gerade eben gezeigt habe, also die erste. Ja, hat gut geklappt. Oh mein Gott, seid ihr bereit für dieses wunderschöne Cover? Es ist ein Klassiker, den gibt es auch auf Englisch, auf Deutsch meine ich. Und ich habe die englische Ausgabe bestellt und sie ist so schön. Ah, The Bell Jar von Sylvia Plath, also die Glasglocke auf Deutsch. Und es ist auch hier autobiografisch, stehe ich anscheinend irgendwie drauf. Ich glaube, von der Glasglocke habt ihr alle schon gehört. Seit meine Freundin Monja das Buch gelesen hat, sich überall, es verfolgt mich wirklich. Also es ist auch, glaube ich, einfach, glaube ich nicht nur, weiß ich sogar, ein sehr bekannter Klassiker, ein sehr bekanntes Buch. Und deswegen findet es in vielen Serien und so irgendwie, hat kleine Auftritte so. Aber seitdem sehe ich das in jeder Serie, das wird in jedem Buch erwähnt. Das ist also die Cross-References, die ich zu diesem Buch sehe, sind so krass, dass ich das Buch einfach kaufen musste. Außerdem, schaut euch dieses Cover an, das ist einfach ich als Cover. Das, ja. Weiter geht es mit The Cause of Love. Ich glaube tatsächlich, in diesem Paket waren viele Bücher, die ich gekauft habe, als ich gesucht habe nach Bücher, die sind wie Normal People von Sally Rooney. Weil das Buch war so gut. Ich habe es so geliebt. Und dann wollte ich weitere Bücher, die in die Richtung gehen. Und das hier war zum Beispiel Teil der Liste. Von dem Buch habe ich vorher noch nie gehört. Es ist von Alan Botten. Und es geht um die unterschiedlichen Arten von Liebe. Ich habe zum Beispiel keine Ahnung. Doch, guck mal, es ist Fiction. Es geht um Rabbi und Kirsten. Two people destined to cross paths, fall in love and get married. This is a romantic novel unlike any other. It's a story about learning to survive in a modern relationship. And maybe even to enjoy it. Eiskalt. Ich finde, also so zwischenmenschliche Beziehungen interessieren mich sowieso mega krass. So, deswegen studiere ich vermutlich auch das, was ich studiere und so. Aber auch vor allem die unterschiedlichen Arten und die unterschiedlichen Schattierungen von zum Beispiel Liebe. Und darum geht es hier. Und ja, keine Ahnung. Ich habe noch nie davon gehört, wie gesagt. Also keine Ahnung, ob es gut ist, aber ich habe richtig, richtig, richtig Bock. Es ist auch ein ganz dünnes Büchlein. Weiter geht es. 2 Bücher sind noch in diesem Karton. Weiter geht es mit Just Kids von Patti Smith. Das ist auch ich in einem Cover. Look how pretty. Auch das ist, glaube ich, autobiografisch. ich habe nicht realisiert, dass
irgendwie hat mich, glaube ich, Educated von Tara Westover sehr in diesen Mut gebracht. Und dann zusammen mit Normal People, was beides Book & Clock Bücher waren, was ich richtig feiere, weil sonst habe ich bei Book & Clock irgendwie voll viele Bücher gelesen, die ich richtig schlecht fand. Und hu, dass mich die jetzt so inspiriert haben anscheinend. I love it. Ich glaube sogar Isa hat dieses Buch bei Book & Clock mal vorgeschlagen, hatte leider nicht gewonnen. Aber ich liebe ja Daisy Jones and the Six von Taylor Jenkins Reid. Und da geht es ja auch um eine Band in den 80ern. Und ich glaube, das ist eine Autobiografie bei einer Band. Ach, und das Cover. Ach, guck mal, wie cute. Ich revidiere meine Aussage zu The Belger. Das hier, wenn ich ein Cover sein könnte, dann würde ich das sein wollen. Puh. So, und das letzte Buch dieses Paketes, ich werfe es schon mal weg, ist, ich weiß es selbst noch nicht, I'll Be Gone in the Dark. Das ist auch kein typisches Fiction-Buch. Do we see the growth? und zwar ist es von Michelle McNamara. Und falls ihr True Crime-Fans seid, was ich bin, ich liebe True Crime. Und ein kurz anderes Thema, das Video wird, glaube ich, relativ lange, aber ist mir jetzt auch egal, ich habe Bock zu quatschen. Vor allem auf TikTok ist, bestimmt auch so, aber wird so True Crime als Hobby häufig so diesen rich, oder nicht rich, aber privileged white girl Interessen zugeordnet und ist relativ stigmatisiert. Und irgendwie verstehe ich das auch, weil es ist halt schon relativ, also als Interesse irgendwie relativ, nicht grenzwertig, aber ich glaube, ihr versteht, was ich sagen will. Aber ich liebe halt die kompletten Diskurse um so ethische Thematiken, Grenzwertverletzungen oder auch so strafrechtliche Sachen. Also jetzt nicht unbedingt krass aus juristischer Sicht, aber halt die Auslegung des Rechts und so. Und sowas liebe ich mega doll und sowas erfährt man halt häufig in Podcasts und darauf wollte ich eigentlich überleiten. Denn I'll Be Gone in the Dark wird unter anderem in vielen Podcasts immer erwähnt, die ich höre. Und ich glaube, es kam jetzt auch gerade Hulu? HBO. Auf HBO eine Dokumentation noch zu raus. Keine Ahnung, ob man darauf in Deutschland schon zugreifen kann, ehrlich gesagt. Oder wo man die findet und ob die gut ist, aber gibt es. Und genau, in diesem Buch geht es um den Golden State Killer, den Michelle McNamara auch, das ist auch ein spannendes Thema, so diese Internetforen rund um Crime, ob die hilflich sind oder behilflich sein können oder ob die Investigation der Polizei eher behindern. Auf Basis derer hat sie zum Beispiel recherchiert und so und hat versucht, den Golden State Killer zu fangen und was ganz tragisch, nicht zu fangen, aber Ding festzumachen. Sie wusste den jetzt nicht selber, ihr versteht schon. Und was tragisch an dieser Geschichte ist, dass Michelle McNamara, ich glaube 2 Jahre bevor der Golden State Killer dann tatsächlich gefasst werden konnte, verstorben ist. Das heißt, sie hat es selber nicht mehr mitbekommen und dieses Buch wurde dann von ihren Angehörigen fertig geschrieben. Aber alles um dieses Buch herum interessiert mich einfach mega, mega doll. Und deswegen wollte ich einfach das Buch selbst auch lesen. Und ich habe es gekauft. Ich glaube sogar, Vani hatte das letztes Mal auch für Book & Clock vorgeschlagen, aber hat er auch leider nicht gewonnen. Da hat mein Buch gewonnen. Loveless. Aber das hätte ich auch gern gelesen. Ja. Puh, ich habe so viel gekauft. Das sind gar keine Hände. Oh mein Gott, hier sind auch schon wieder 3 Bücher drin. Ich hole sie mal alle gleichzeitig raus. Ich glaube, das war noch mit die gleiche Bestellung von Büchern. Na wohl, ein Buch dabei. Fangen wir mal hiermit an. Das ist auch ein Buch, was ich gekauft habe, weil ich irgendwas Biografisches gesucht habe, was irgendwie die Thematiken der oder die Problematiken der 20er thematisiert. Und so habe ich das Buch von Dolly Alderton gekauft, Everything I Know About Love. Und es ist sehr geprägt von ihren eigenen Erfahrungen in ihren 20ern. Und auch biografisch. Autobiografisch. Ja. Muss ich, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen. Habe ich schon richtig viel Gutes drüber gehört. Also freue ich mich sehr. Ja. So, und um dann auch noch mein Fiction-liebendes Herz glücklich zu stellen, habe ich auch noch 2 Fiction-Bücher gekauft in der gleichen Bestellung. Und zwar einmal Before the Coffee Gets Cold von Toshikazu Kawaguchi. Und in diesem Buch geht es um ein Café, in dem man so lange, wie der Kaffee warm ist, glaube ich, Zeitreisen kann. Aber dazu gibt es auch unterschiedliche Begrenzungen. Man kann irgendwie nicht in jede Zeit und was weiß ich. Bei Zeitreisen gibt es ja immer sowieso sehr unterschiedliche Begrenzungen, wie die das so handhaben mit der Veränderung von Ereignissen und wie die Zukunft beeinflussen. Und ich glaube, das soll auch relativ weird sein und darauf habe ich Bock, weil was ist denn das bitte für ein krass cooles Konzept? Also, aus mir ist das krass. Dann guckt man, das wusste ich vorher einfach gar nicht. Das hat so auf dem Wallpaper hier von dem Cover so Glanz, Schimmerfolie. Sehr, sehr hübsch auf jeden Fall.
Und dann ist noch ein Buch bei mir eingezogen, was einfach so winzig ist. Ich hätte niemals gedacht, dass das Buch so klein ist. Und zwar ist das Into the Deep von... Oh, das hat ja drei Autoren. David Dix, William Hudson und Jonathan Snipes. Und es geht in diesem Buch um Meerwesen offensichtlich. Und oh mein Gott, dieser Wal allein schon auf dem Cover. Ich liebe ja Meermenschen und Wale sowieso. Ich glaube allgemein alles, was im Meer schwimmt, aber vor allem Meermenschen. Deswegen habe ich auch eine riesengroße Meerjungfrau auf dem Arm tätowiert. Ich glaube, ihr kennt die, aber hier. Ja, und ich hätte auch so gerne ein Wal-Tattoo. Also ein Orca eigentlich, weil ich liebe. Aber gut, irgendwann, irgendwann. So, aber dieses Buch hat eine bisschen andere Prämisse. Und zwar geht es um die Frauen, die von Sklavenschiffen gesprungen sind, geflohen, geworfen wurden. So genau weiß ich es gar nicht von der Synopsis her. Auf jeden Fall geht es um die schwangeren afrikanischen Sklaven, die wie gesagt von den Schiffen gekommen sind und dann irgendwie als Meermenschen weiterleben und um deren Bevölkerung. Und ich weiß gar nicht, ob das dann auch so ein bisschen gesellschaftskritisch ist, weil... Also, sollte auf jeden Fall so um den Diskurs um Sklaverei. Oder was da genau im Vordergrund steht, also was so der Inciting Incident ist. Auf jeden Fall heißt die Protagonistin Yetu. Hübscher Name. Und irgendwie geht es, glaube ich, viel um Erinnerung, weil hier steht auch: Yetu remembers for everyone. And the memories, painful and wonderful, traumatic and terrible and miraculous, are destroying her. Vergessen alle anderen vielleicht um die Umstände, wie sie dahin gekommen sind? Maybe. Das Buch ist auch winzig, deswegen werde ich es vermutlich auch bald lesen und dann kann ich euch abwählen, worum es wirklich ging. Ich vermute tatsächlich jetzt das letzte Buch, was in die Schiene habe ich gekauft, weil ich was wollte, was wie Normal People ist, passt, ist das nächste. Und zwar ist es Tender von Belinda McKeon. Hatte ich vorher halt auch noch nicht von gehört. Ich finde das Cover richtig, richtig hübsch. Seht ihr das? Das ist ein bisschen shiny. Aber es geht und es klang sehr wie Normal People. Um zwei Leute, um Catherine und um James. Und sie werden so eng wie Freunde nur sein können. Sie sind witty, talented and charming. Oder beziehungsweise er. Die beiden spielen in Dublin. Auch wie Normal People. In den 90ern. And James struggles to find his place. Oh mein Gott, das Schema an Büchern, das ich kaufe, ist es so gleich. Naja, und dann intensiviert sich deren Verbindung und Grenzen werden gepusht. Boundaries are getting pushed. And Catherine discovers that there's a fine line between longing and love, friendship and obsession. Es klingt so gut. Weiter geht es mit einem Buch, das ich doppelt gekauft habe. Es ist ein sehr, sehr erwarteter Release gewesen. Und auch ich bin sehr erwartet. Hier ist das Paket und einmal hier. Genau. Das eine habe ich selber gekauft. Das zeige ich euch mal ganz kurz zuerst. Midnight Sun. Ich glaube, es war schon auf dem Titel ging. Habe ich auch auf Instagram schon gezeigt. Da habe ich auch so meine Vorbestellung nicht abbestellt. Aber dann war ich auf dem Twilight Event von Carlsen. Und dann haben wir alle zugeschickt bekommen bis zur Mitternachtssonne, als es am Dienstag released wurde. Am 3. war das, glaube ich, oder so. Weiß ich nicht. Und ja, lese ich jetzt schon. Das ist, wie gesagt, der 5. Teil der Twilight 3 theoretisch, aber es ist nur der 1. Teil aus Edwards Sicht. Und genau, habe ich jetzt schon fast 300 Seiten gelesen, 280 oder so. Oder 250, keine Ahnung, irgendwie so in die Richtung. Und bisher mag ich es gern, muss ich tatsächlich zugeben. Ja. Ich glaube, das kann man sich mittlerweile auch überall, aber irgendwie finde ich es auch eigentlich ganz cool, muss ich zugeben. Es ist kontrovers, aber ich finde es, glaube ich, ganz cool. So, und als letztes habe ich noch ein Rebuy-Unpacking für euch. Ich habe noch gebrauchte Bücher gekauft, wie gesagt, bei Rebuy. Und genau, da können wir dann auch nochmal auf den Zustand der Bücher gucken. Die waren halt super günstig, deswegen erwarte ich da jetzt keine Top-Qualität, selbstverständlich. Aber schon, dass man die Bücher noch lesen kann und sie nicht auseinanderfallen. Also ja, das ist eine sehr bunte Mischung, so let's go. Als erstes habe ich mal ein drittes Buch gekauft, und zwar der Distelfunk Fink. Wieso sage ich immer Funk? Das habe ich letztens, als ich mit Monja telefoniert habe, auch schon gesagt, der Distelfink von Donna Tartt. Und ich habe auch The Secret History von Donna Tartt noch hier und das möchte ich unbedingt lesen und ich überlege auch, ob ich es mit in Urlaub nehme. Aber keine Ahnung, das ist auch irgendwie so ein Buch, da scheiden sich die Geister drum. Einige finden es sterbenslangweilig, andere richtig, richtig, richtig cool. Und keine Ahnung, mal gucken, wo ich auf dem Spektrum lande. Das wurde doch auch gerade verfilmt mit
Ansel Elgort, oder? Weiß ich gar nicht. Es geht um Theodecker. Beziehungsweise heißt er nicht Mitglied, dann Theodecker. Er ist 13 Jahre alt, verliert seine Mutter durch ein tragisches Unglück. Er versinkt in tiefer Trauer. Es geht um ein Gemälde, um kriminelle Kreise. Das waren jetzt so die Schlagwörter, die ihr habt zu der Geschichte von mir. Ja, weiß ich nicht. Dann, achso, der Zustand war übrigens okay. Also, es ist ein bisschen rot gefärbt oder so, vermutlich von der Tasche oder sowas. Was sieht man bei einer Tasche, die rot ist, auch immer, dass der Buchschnitt abfärbt und so, also, oder befärbt wird und so. Und das ist voll okay, hat auch ein paar Euro gekostet. Und dann geht es weiter mit einem Buch, was ich schon mal gelesen habe. Ich weiß gar nicht, ob ich es jemals beendet habe, aber als Kind habe ich es gelesen, so wie die meisten von euch. Und zwar Tintenherz von Cornelia Funke. Dazu bekommt ihr keine Synopsis, ihr wisst alle, worum es geht. Als Kind war ich auf jeden Fall richtig, richtig ängstlich und hatte so Angst vor der Anfangsszene, dass ich es, glaube ich, nicht beendet habe, muss ich zugeben. Aber ja, ich finde es immer so süß. Viele von Cornelia Funkes Büchern wurden ja auch übersetzt, zum Beispiel die Rubinrot-Reihe, also Ruby Red. Und dann sagen die Leute immer Cornelia Funk. Finde ich cute. Naja, so, ist auf jeden Fall bei mir eingezogen, weil ich, keine Ahnung, das ist auch irgendwie so ein Staple der Kinderbuch-Szene, Welt-Szene, ist ja ein bisschen komisch. Und das wollte ich auch mal eigentlich lesen, um irgendwie so ein bisschen eine Bildungslücke zu füllen. Außerdem klingt die Geschichte halt immer noch super cute. Und ich habe Bock, das zu revisiten. So, weiter geht es mit Die Geschichte der Bienen von Maya Lunde. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Sie ist, glaube ich, auch aus einem skandinavischen Land. Kann das sein? Auf jeden Fall ist es, glaube ich, ursprünglich nicht auf Englisch geschrieben. Deswegen habe ich es auf Deutsch gekauft. Kann es sein? Vielleicht stimmt das auch nicht. Guck mal, es ist ein Briefumschlag hier. Es geht in dem Buch um Bienen, wie der Name schon sagt, und das auf drei Zeitebenen in komplett unterschiedlichen Kontexten. Einmal in England im Jahre 1852, in Ohio im Jahre 2007, in China, lieb wie sie da den Bundesstaat angeben, also Ohio, USA, und bei China und bei England oder so, das nicht weiter eingrenzt, aber bei Amerika muss man den Bundesstaat mit sagen. Dann China im Jahre 2098 und dann geht es darum, wie alles miteinander zusammenhängt. Ich kriege ein bisschen Dark Vibes mit ein bisschen Bio-Input wegen den Bienen. Aber es klingt auch ein bisschen dystopisch. Ich habe wirklich keinen Plan, in welche Richtung man dieses Buch eigentlich einordnet und was das dann tatsächlich wird. Aber das klingt einfach mega cool. Oh, guck mal, hier hinten steht einfach in großen roten Buchstaben drauf, der internationale Bestseller aus Norwegen. Gut, war also richtig mit ein skandinavisches Land. Norwegen. Ich packe den Karton jetzt mal weg. Wir haben noch vier Bücher. Oh nein, das eine habe ich ein bisschen kaputt gemacht beim Reinpacken. Die wir jetzt noch einmal gemeinsam durchgehen. Dieses Video ist so lang, es tut mir so leid, aber ich habe gerade auch richtig, richtig viel Spaß mit euch zu quatschen. Also, ja. Habe ich einmal bestellt. Ein Diogenes-Buch. Irgendwie lese ich momentan super vielfältig für meine Verhältnisse. Also es geht auf jeden Fall immer vielfältiger und auf jeden Fall. Aber irgendwie habe ich jetzt einfach ein Diogenes-Buch bestellt. I don't know. Lila von Martin Suter. Ich finde das Cover aber auch richtig, richtig hübsch. Oh no, meine Kamera hat aufgehört zu filmen. Und ich weiß nicht genau, wann es abgeschnitten hat. Dann hatte ich auch noch geredet über Lila von Martin Suter, wo es irgendwie um Davids Gefühle für Marie geht und irgendwie um ein Manuskript einer Liebesgeschichte und dass David seine Identität bzw. seine Persönlichkeit so sehr daran anpasst, an das, was er denkt, was Marie von ihm will. Und das hat mich richtig, richtig angesprochen, weil ich habe gestern auch so ein TikTok gesehen, wo stand irgendwie, so you like my personality? Thank you, I adapted it just to make sure that you like me. Das fand ich irgendwie, ja, hat sich wieder gespiegelt da drin. Und ich liebe diese Grenze zwischen Selbstbestimmtheit, aber trotzdem irgendwie dem notwendigen Bedürfnis danach irgendwie auf Anklang zu finden oder auch bei bestimmten Personen auf Anklang zu finden und sich deswegen sozial anpassen zu müssen, interessiert mich, wie immer, die Fine Line dazwischen. Dann habe ich noch drei weitere Bücher und zwar einmal Der Steppenwolf von Hermann Hesse. Irgendwie hat mich geritten, dass ich auch mal deutsche Klassiker lesen wollte und ein Luca, das steht hier hinten noch drauf, hat dieses Buch schon von mir gelesen und netterweise getappt und er hat auch ein paar Anecdotes geschrieben, aber relativ wenige, also hier hat er irgendwie was markiert an ein paar Stellen und darüber steht Dionysischer Rausch nur vorübergehend. Ob das von Dionysus und der MSN meint einfach, dass er so viel Wein getrunken hat und jetzt
besoffen ist. Ist das ein dionysischer Rausch? Vielleicht aber auch nicht. Ja, keine Ahnung. Ich studiere leider kein Germanistik. Aber ich dachte, vielleicht kann ich trotzdem mal meine Lücken deutscher Literatur ein bisschen füllen. Zumindest mit den Klassikern der Klassikern. Weil da habe ich gefühlt nur Faust gelesen und geliebt. So, und dann habe ich noch zwei weitere Bücher. Das eine ist leider, wie ihr schon seht, ein bisschen kaputt. Das ist der zweite Teil von The Shadow of the Wind, also The Angel's Game von Carlos Ruiz Zafón. Habe ich ja letzten Monat gelesen, seht ihr dann auch in meinem, oder könnt ihr in meinem Lesemonat sehen, der gestern meiner Zeit online gekommen ist. Habe ich richtig, richtig hart geliebt. Und das hier ist der zweite Teil der vierteiligen Reihe. Und ich liebe diese Ausgabe eigentlich, weil das hat diese, also das hat voll die schönen, das ist irgendwie voll schön aufeinander abgestimmt, einfach mit den Fotos und dem Cover und so. Und keine Ahnung, aber es ist leider ein bisschen kaputt, aber keine Ahnung, falls ich es richtig, richtig, richtig hart liebe, kann ich mir auch nochmal eine andere Ausgabe kaufen. Ansonsten kann man die lesen und das reicht eigentlich. So, und dann habe ich noch ein Buch gekauft, was, glaube ich, die meisten in der Schule lesen. Und das ist auch so eine Reklamausgabe, so eine international, wie auch immer, so schulbuchmäßig. Und unten hat dann Vokabelhilfen. Ich weiß nicht, ob ich die brauche, aber auf jeden Fall kann es nicht schaden. Was sind denn hier für Vokabeln? Folks heißt Leute. Smirk. Süffisantes Grinsen. Rainforest Dweller. RegenwaldbewohnerInnen. To be hyper aware of something. Jemanden überdeutlich wahrnehmen. No matter what. Egal was. Keine Ahnung, kann nicht schaden. So, aber keine Ahnung. Irgendwie finde ich das auch ganz cool, weil das rot hübsch ist. Und ich glaube, in diesem Buch geht es um Amokläufe. Harte Thematik, aber auch was mich interessiert, hatten wir auch in Forensik ein Seminar zu. Und das war richtig, richtig cool. Und es ist natürlich ein hartes Thema und ein tragisches Thema. Ein Thema mit sehr vielen, was eigentlich komplett negativ gefärbt ist auf allen Seiten. Aber so die Vorgeschichte von Tätern und so interessiert mich halt extrem, logischerweise. Und ich weiß nicht, worauf hier, ob wir vielleicht auf den Opfern oder auf den Tätern, auf dem Täter der Fokus liegt. Der Täter klingt eher nach dem Täter, aber keine Ahnung. Genau, haben bestimmt einige von euch in der Schule gelesen. Genau. Wird man eigentlich alt, wenn man anfängt, freiwillig Schullektüren zu lesen? Darauf gebe ich jetzt keine Antwort. Ich weiß es nicht. Nee, keine Ahnung. Ja, das waren alle Bücher, die ich gekauft habe in den letzten Wochen. I do recognize that I have a problem. Ja. Aber ich bin ehrlich gesagt zu Glück erfüllt, gerade mit den ganzen leeren Kartons um mich rum, mit den ganzen Bücherstapeln. Ja, andere geben mir Geld für Feiern und Drogen aus, beziehungsweise gerade nicht, hoffentlich, weil Pandemie und so. Aber ich horte Bücher. Ja, gibt Schlimmeres, gibt Besseres, gibt Schlimmeres. Wenn ich sie auch lese, ist alles fein. Okay, und wenn ich sie liebe, ist alles noch viel besser. So, habt ihr ein paar Bücher gelesen? Wenn ja, dann schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie ihr es fandet, damit ich gucken kann, mit welchem Buch ich anfangen soll. Und genau, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video und schaltet auch bei dem nächsten wieder ein. Bis dahin, macht es gut und bis bald. Tschüssi!